Das Hauptthema ist ja die Liebe. Ich treffe mein großes Idol. Kryptonkax ist eine Vampirband, die Darkheart total cool findet. Deshalb haut sie von zu Hause ab. Komm, ich muss ganz nach vorne. Muss das sein? Ja, ich muss in die erste Reihe. Also er zieht sie hoch und es macht halt immer und denkt, okay, es ist irgendein Mädchen, die klappt jetzt hinten gleich zusammen, wenn ich sie anschaue nur. Und dreht sich um und tanzt sie an und plötzlich macht sie mit und denkt so, wow, was geht jetzt? Die tanzen zusammen auf der Bühne, wo es halt auch bei ihm dann irgendwie plötzlich sehr eng macht. So. Der Manager von denen ist aber ein ganz fieser Typ. Rokolorox, was stolzt du hier denn noch herum? Das Konzert ist vorbei. Also ab in die Gruft, der Parabedati. Und damit beginnt dann das neue Abenteuer, was sehr dramatisch wird. Knoblauch? Ja, endlich wieder Knoblauch. Ich finde das total süß, dass der Dirk endlich mal eine Freundin kriegt. Die Schwester Ursula empfindet schon eine gewisse Faszination an ihm. Also der ist schon irgendwo das, was andere vielleicht als ein bisschen schräg empfinden könnten, findet sie ganz interessant. Ja. Er fällt sofort in love, wenn du ja, das kriegst. Wenn du sowas kriegst als Frau, dann macht sofort Boom. Schwester Ursula. Ja, ich mach sowas eigentlich nicht, aber einer derart poetischen Aufforderung konnte ich einfach nicht widerstehen. Dirk van Kombast verliebt sich. Ja. Trotzdem vergisst er nicht seine Mission. Mein Knobinator kriegt euch überall! Elvira und Mihai bekommen ein bisschen Eheprobleme. Dieser Typ schenkt dir rote Rosen. Rote Rosen! Es ist eine bodenlose Frechheit. Unglaublich, was sich dieser unverschämte Mensch da eigentlich erlaubt. Es ist doch einfach nur nett. Wo ist dein Problem? Wo mein Problem ist? Ich glaube, dass meine Frau mich betrügt. Mia, was soll denn das jetzt? Vertraust du mir nicht mehr oder was? Wir sind wieder so neue Rollen dazu gekommen. Gute Rollen, wieder gute Locations, gute Story. Es ist auf jeden Fall spannender. Es ist mehr Action und natürlich für alle ganz viel Liebe drin. Ob es ihm diesmal gelingt, die Vampire zu bekommen, wird natürlich nicht verraten. Das und noch viel mehr erlebt in unserem neuen Abenteuer, die Vampirschwestern 2, Fledermäuse im Bauch.